Wie hört man auf, immer das Opfer zu sein und wird dahingegen im Leben und im Business zum Sieger? Diesem Thema hat Robert Ringer sein Buch Winning Through Intimidation, also zu Deutsch Gewinnen durch Einschüchterung, gewidmet. Dabei geht es aber keinesfalls darum, wie jetzt vielleicht der Titel vermuten lässt, wie man andere Menschen einschüchtert, sondern es geht vielmehr darum, wie man sich vor anderen Menschen schützen kann, die einen einschüchtern wollen. Hi, mein Name ist David und heute möchten wir uns mal anschauen, welche Tipps Robert Ringer für uns parat hat. Zuerst einmal sollte man erkennen, dass die Realität nicht so ist, wie sie scheint oder wie wir sie uns wünschen, sondern die Realität ist so, wie sie tatsächlich ist. Das klingt jetzt vielleicht erst einmal trivial, aber oft ist es ja so, dass wir uns die Dinge schönreden und die Wahrheit einfach nicht wahrhaben wollen. Wenn wir die Realität aber nicht anerkennen und sie zu unserem Vorteil nutzen, dann arbeitet sie automatisch gegen uns. Die meisten Menschen wünschen sich, dass Business auf dem Spielplatz eines Kindergartens abläuft, wo Fairness herrscht. Die Realität sieht aber natürlich anders aus, denn laut Robert Ringer findet das Spiel der Wirtschaft in einem bösen Dschungel statt. Um auf langfristigen Erfolg vorbereitet zu sein, sollte man auf kurzfristige Misserfolge vorbereitet sein. Dabei sollte man immer das Beste hoffen, aber vom Schlimmsten ausgehen. Denn ganz egal, wie gut wir vorbereitet sind, wird es immer Faktoren geben, auf die wir keinen Einfluss haben und die dafür sorgen, dass man nur einen sehr kleinen Teil der Geschäfte auch tatsächlich abschließt. Wenn mal etwas nicht so läuft wie geplant, dann ist das auch erstmal gar nicht so schlimm, denn aus negativen Erfahrungen kann man natürlich lernen. Und dann sollte man sie aber laut Robert Ringer auch wieder vergessen und weitermachen. Dabei ist lange und harte Arbeit oder auch ein positives Mindset natürlich noch keine Garantie dafür, dass man mal auch erfolgreich wird. Was man durch lange und harte Arbeit aber auf jeden Fall wird, ist alt. Deshalb sollte man zuerst einmal nur an den Dingen arbeiten, die auch tatsächlich relevant sind. Bei einer Immobilie sind dem Käufer beispielsweise die Kosten des Bauunternehmers egal, sondern was da den Käufer tatsächlich interessiert, ist der Cashflow. Auch ist es nicht wirklich relevant, was man mündlich vereinbart hat. Was tatsächlich zählt, ist das, was auch schriftlich festgehalten wurde. Dabei sollte man auch auf die Sprache achten, denn unsere Sprache ist laut Robert Ringer subjektiv und relativ und deshalb sollte man darauf achten, dass auch jeder tatsächlich vom Gleichen spricht. Da unsere Lebenszeit begrenzt ist, sollten wir hoch zielen und schnell handeln. Das meiste, was wir jetzt machen, wird in einigen Jahrhunderten oder gar Jahrzehnten sowieso nicht mehr relevant sein. Deshalb sollte man sich selbst nicht zu ernst nehmen und das Leben als ein Spiel sehen, das es zu gewinnen gilt. Da sowieso keiner von uns hier wieder lebend rauskommt, gibt es also auch keinen Grund, Angst zu haben oder konservativ zu spielen. Laut Robert Ringer gibt es im Geschäftsleben nur drei Arten von Menschen. Und zwar erstens Menschen, die ganz offensichtlich nur in ihrem eigenen Interesse handeln. Zweitens Menschen, die hinter unserem Rücken versuchen, uns auszustechen. Und drittens Menschen, die eigentlich die besten Absichten haben, aber uns am Ende trotzdem ausschalten. Wie man es also dreht und wendet. Im Geschäftsleben macht keiner etwas für einen, ohne dafür auch eine Gegenleistung zu erwarten. Die meisten Menschen haben die Vorstellung, dass sie sich nach oben arbeiten müssen. Laut Robert Ringer sollte man aber lieber die Meute überspringen und sich selbst an die Spitze stellen. Das geht allerdings nur, wenn man auch dazu bereit ist, denn ansonsten wird die Realität einen wieder zurückwerfen. Viele Menschen erreichen ihre Ziele deshalb nicht, weil sie sich von anderen Menschen einschüchtern lassen. Dabei kommt es aber gar nicht so sehr darauf an, was wir sagen oder tun, sondern vielmehr, welche Haltung wir dabei einnehmen. Man sollte sich also selbst in eine Machtposition versetzen. Dabei gibt es verschiedene Arten von Macht, und zwar erstens Geld, also sprich, dass man die Fähigkeit hat, jederzeit auszusteigen. Der zweite Punkt ist das Image, also die Fähigkeit, sich Respekt zu verschaffen. Der dritte Punkt ist rechtlich, also sprich einmal, dass man alle Gesetze beachtet, aber auch der universelle Respekt zwischen zwei Anwälten. Und dabei sollte man sich auch alles schriftlich geben lassen. Und der vierte Punkt ist Leistung, also sprich, dass man versuchen sollte, immer der Beste zu sein in dem, was man tut. Dabei sollte man sich von nichts und niemanden davon abhalten lassen, das Geschäft auch abzuschließen. Wenn es Fragen gibt, dann sollte man sich selbst darum kümmern, die Antworten herauszufinden, statt darauf zu warten, dass es jemand anderes macht. Für den Verkaufserfolg gibt es dabei 5 Schritte. Und zwar sollte man erstens natürlich einmal ein Produkt haben, das für andere Menschen einen Wert hat. Dann sollte man einen Markt dafür finden und eine Verkaufspräsentation bzw. eine Marketingstrategie entwickeln. Im 4. Schritt sollte man dann den Verkauf abschließen und der 5. und wichtigste Schritt, auch wenn er sehr oft vergessen wird, ist, dass man dann auch tatsächlich
tatsächlich bezahlt wird, also beispielsweise, dass man seine Provision bekommt. Um beim Verkäufer einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, verwendet Robert Ringer eine teure gebundene Broschüre und bringt zu seinen Deals alles mit, was man braucht, damit nichts und niemand das Geschäft aufhalten kann. Zu seiner Reiseausstattung zählen so beispielsweise Gesetzesbücher oder auch mal 2 bis 3 Sekretäre. Alles, was er macht, ist darauf ausgerichtet, dem Käufer oder Verkäufer zu zeigen, dass man Robert Ringer erst einmal davon überzeugen muss, an dem Geschäft zu arbeiten. Um dabei effizienter zu sein, sollte man sich nur auf ein paar wenige Deals konzentrieren, von denen man auch weiß, dass man sie abschließen kann. Wenn es dann konkreter wird, ist es wieder wichtig, auf seine Formulierung zu achten. So kann man dann beispielsweise den Vertrag als eine Vereinbarung bezeichnen, damit es nicht ganz so juristisch klingt. Und dann hat man auch ganz gute Chancen darauf, dass alles relativ schnell abgewickelt wird. Denn die Zeit läuft immer gegen einen. Denn je länger jemand an etwas herumschnüffelt, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende das Ergebnis dann negativ ausfällt. Ein weiterer Grund, warum man das Geschäft schnellstmöglich über die Bühne bringen sollte, ist, dass wir Menschen immer das haben wollen, was wir nicht bekommen können und kein Interesse daran haben, was wir bereits haben oder was wir bekommen könnten. Dazu kommt dann auch noch, dass wir uns Sorgen machen, ob wir denn nicht ein vielleicht noch viel besseres Angebot bekommen könnten. Deshalb sollte man versuchen, möglichst schnell zu handeln, indem man die Dinge selbst in die Hand nimmt und das Tempo nicht von den anderen abhängig macht. Weil sich Anwälte nicht wie die meisten normalen Menschen einschüchtern lassen, sollte man möglichst cool bleiben und keine Sorgen zeigen. Wenn Anwälte von Problemen reden, dann kann man das beispielsweise dadurch entschärfen, indem man diese Probleme als normale Punkte hinstellt, die zu jedem Geschäftsvorgang dazugehören. Kurz vor Abschluss des Geschäfts kann aber immer noch ein Dealkiller auftauchen, der alles wieder zerstören könnte. Diese Situation kann man dadurch entschärfen, indem man die Erwartungen des Käufers im Voraus festlegt. Und das stärkt auch die eigene Position als Experte. Die beste Art zu bluffen ist übrigens nicht zu bluffen. Denn wenn wohlhabende Menschen damit drohen, sich zurückziehen zu wollen, dann meinen sie es auch so. Sie können also nicht eingeschüchtert werden. Wenn man nicht wohlhabend ist, dann ist der beste Ersatz dafür Mumm. Man sollte also eine klare Linie ziehen und dann auch dabei bleiben. Obwohl das Buch bereits in den 1970er Jahren das erste Mal veröffentlicht wurde und sich Robert Ringer hauptsächlich auf die Immobilienwelt bezieht, kann man trotzdem auch einige Tipps für das eigene Leben lernen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass es, soweit ich weiß, auch fast 50 Jahre nach der Erstveröffentlichung immer noch keine deutsche Ausgabe gibt. Die englische ist aber auch relativ gut lesbar. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.